Die nun folgende Epoche ist wohl jedem bekannt. Sie beginnt vor gut 2 Millionen Jahren. Die Eiszeit oder das Pleistozän. Es wird kalt auf der Erde, sehr kalt. Gespeist von Schneefällen, die auch im Sommer nicht abreißen, überzieht von den skandinavischen Gebirgen ausgehend eine Eisfront das Land. Mächtige Gletscher, hoch wie Wolkenkratzer, bahnen sich unaufhaltsam ihren Weg nach Süden. Auch unsere Region wird mehrmals vom Eis überfahren. Insgesamt werden 3 Kaltzeiten unterschieden, jede mit mehreren Eisvorstößen. Während der beiden ersten Kaltzeiten, der Elster- und der Saale-Kaltzeit, bedecken die Gletscher phasenweise das gesamte Naturparkgebiet. Zeitweise liegt die Eisfront für längere Zeit an einem Ort. Dann wirkt der Gletscher wie ein Förderband. Das Eis bewegt sich mit dem gleichen Tempo vorwärts, wie es vorne abschmilzt. Dabei transportiert es kontinuierlich Material wie Sand, Geröll und Felsbrocken, welches dann an der Vorderseite angehäuft wird. Manchmal entstehen dadurch große Ansammlungen von Findlingen. Hat das Eis schon beim Vorrücken einen Wall vor sich aufgetürmt und lagert nun während seines scheinbaren Stillstandes weiteres Material ab, entsteht eine sogenannte Endmoräne. Während das Eis die Höhenzüge der Region weiter abschleift und ihnen nach und nach ihre heutige Form verleiht, wird im Norden unseres Gebietes eine solch gewaltige Endmoräne aufgeschüttet. Die Ankommer und Dammer Berge entstehen. In der Mitte fließt durch eine Lücke das Schmelzwasser nach Süden ab, genau an der Stelle, wo heute die Hase nach Norden fließt. Am Ende der zweiten Eiszeit sind viele Täler mit eiszeitlichen Ablagerungen gefüllt. Geschiebelehm, Schmelzwassersand und Findlinge verdecken nun einen Teil der alten Gesteine. Und das Eis schmilzt immer weiter zurück. Ein drittes und vorerst letztes Mal breiten sich vor rund 20.000 Jahren in der Weichselkaltzeit die Gletscher aus. Sie erreichen jedoch nicht mehr das heutige Naturparkgebiet. Dafür weht ein eisiger Wind, Staub und feinen Sand aus der nun baumlosen Kältesteppe von Norden her in unseren Raum. Der sogenannte Löss lagert sich an den Bergflanken ab und überzieht die Landschaft mit einem gelbbraunen Schleier. Als das Eis sich zurückzieht und die Wälder das Land zurückerobern, hat eine der vielen Säugetierarten eine ganz erstaunliche Entwicklung durchgemacht. Diese Wesen laufen auf 2 Beinen, haben gelernt, Werkzeuge zu benutzen, und bald beginnen sie, ihre Toten zu bestatten. Sie wissen noch nicht, dass ihre Nachkommen einst die Erde verändern werden wie keine andere Lebensform zuvor. Dass der Mensch vielleicht irgendwann selbst über das Schicksal seines Planeten entscheiden muss. Von der Erdgeschichte können wir lernen, dass die Welt, die uns umgibt, keineswegs so stabil ist, wie sie uns erscheint. Wir sollten dafür sorgen, dass nicht wir den nächsten großen Wandel der Landschaft verursachen.